Hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Attila Toad War Schlachtkommentar mit mir, dem Mr. Beral. Ich spiele die Dänen und mein Feind spielt das Weströmische Reich. Ich beginne direkt mit meiner Schlacht, also besser gesagt mit meiner Armeeaufstellung. Hier, einmal Anführer der Wikinger. Dann zweimal nordische Bogenkrieger. Dann habe ich fünfmal nordische Krieger, Entschuldigung. Zweimal nordische Spielmeister, einmal nordische Berserker und einmal nordische Axtkriegsbande. Viermal nordische Reitmeister, wer hätte es gedacht? Nein! Und dann haben wir, mein Gegner spielt einmal mit dem Magister Militum. Dann hat er neunmal Elite der Palatiner. Einmal Elite der Balistari aus Ravenna. Und viermal Saitari. Zweimal Sculae Palatinae. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die Schlacht ist die Schlacht von Ebenen. Also Ebenen ist hier angesagt. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, mir gefällt Attila Toad War bis jetzt. Ich feiere es eigentlich ziemlich hart ab. Aber ja, es ist halt ein Nahkampf Toad War. Also, keine Ahnung. Es ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber trotzdem macht es richtig Laune. Und ich lasse jetzt einfach direkt mal starten hier. Das Gameplay. Und zwar, was neu ist in Toad War, Attila zumindest. Ich habe keinen Ton. So, jetzt ist er besser. Und in... Also in Attila Toad War, was halt neu ist, ist dieses Erschöpfungssystem, dass die Truppen nach einem Sprint oder so eine gelbe Umrandung, aber so gelb leuchten, dass man sieht, oh shit, die sind erschöpft, die mögen nicht mehr. Es kann auch während dem Kampf vorkommen. Das ist dann eher blöd. Aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie einerseits eine komische Idee, aber auch nicht schlecht. Dann haben die Römer extrem an Nahkampfstärke abgegeben, was ihr gleich sehen werdet. Und ich finde halt einfach allgemein diese nordischen Völker extrem geil. Also, und die Reitervölker, die Hunde habe ich einmal gespielt, aber das ist halt, ja, das ist halt ziemlich, das ist halt Kavallerie pur. Da spielst du halt eigentlich nur Kavallerie, weil du sonst nichts Gutes hast und ja. So, ich habe mir hier eine eher andere Schlachtaufstellung gewählt hier. Fünfmal meine nordischen Krieger direkt vorne, dann die Bogenschützen. Und dann hier hinten in der zweiten Reihe die Truppen, diese, um die Flanken abzudecken und diese, um dann von hinten nochmal Druck nachzulegen. General hier zu hinterst. Und dann, hier drüben wird es jetzt dann gleich zum Kavalleriekampf kommen. Das sind nordische Reitermeister, sind eine der besten Kavallerieeinheiten der Dänen. So. Und dann ziehe ich hier einerseits meine nordischen Speermeister rüber. Und stelle mich halt hier in Schildwellen auf. Wenn ich hier meine nordischen Axtkriegsbande und direkt meine Berserker reinrennen lasse. Also die Berserker, die hauen richtig böse rein. Hier drüben habe ich meine Kavallerie angreifen lassen, dass meine Kavallerie besser ist als seine Kavallerie. Hier ziehe ich auch noch meine nordischen Speermeister mit. Wenn ich hier noch die nordischen Speermeister hier einsetze und die nordischen Axtkriegsbande hier. Und hier habe ich die numerische Überzahl mit den Berserkern und drei nordischen Kriegern, die ich direkt auch hier einsetzen kann. Ja, wo? Aha, ja genau. Diese Einheit hier flieht direkt am Anfang. Dafür kann ich hier eigentlich ziemlich böse reinhauen. Und ziehe sofort meinen General nach vorne. Und schieße mit den hier auf die nicht kämpfenden Soldaten, wenn ich mit den Berserkern... Wenn ich mit dem Berserkern, die außer Kontrolle sind, kämpfe,
sich gesammelt. Die hinten die Truppen stark dezimieren. Und hier mit dieser nordischen Reitermeister will ich diese Truppen hier nochmal zum Enkel zufrieden bin. Und die ziehe ich raus, um die von hinten nochmal anrennen zu lassen. Um einfach nochmal den Ansturmbonus zu erhalten. Hier rush ich die Truppen der Feindlichen weg, die Helden der Palatiner, die Elite der Palatiner. Und renne jetzt hier hinten rein, wenn hier die nordischen Berserker außer Kontrolle sind. Aber die hauen trotzdem noch richtig derbe rein. Also, hier bringe ich noch meine Einheit zum Fliehen. Und ziehe direkt weiter, wenn hier diese Einheit zurückkommt. Hier drüben vernichte ich die letzten feindlichen Einheiten hier. Die Helden der Palatiner und die Kavallerie ist bereits geflohen. Und die Helden der Palatiner, es steht nur noch eine Einheit hier. Hier reite ich mit der Kavallerie in die Bogenschützen rein, um diese mal zu binden. Und werfe jetzt alle Infanterie, die ich hier noch aufbieten kann, in den Nahkampf. Jetzt dann gleich auch meinen General. Um diesen Nahkampf unbedingt noch für mich entscheiden zu können. Wenn ich diesen Nahkampf jetzt mit meiner Kavallerie versuche, also ich versuche den Nahkampf jetzt mit der Kavallerie zu beenden. Und den Helden der Palatiner hier drüben den Rest zu geben. Wenn ich hier mit der Kavallerie auf die Bogenschützen vorrücke. Und hier drüben sieht es langsam richtig böse für mich aus. Meine Einheiten wanken, sind müde. Jetzt habe ich Sammler reingehauen. Diese nordischen Krieger hier hinten stehen hier einfach ein bisschen rum. Und hier drüben ist immer noch der Nahkampf im Gange. Aber diesen sollte ich eigentlich jetzt dann gleich gewinnen. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr. Hier laufen meine nochmal nordische Krieger davon, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Denn ich habe noch genug Nachschub und die Kavallerie wird hier auch noch was reißen. Ich bin jetzt hier in diesen Nahkampf auch noch mit meinem Anführer der Wikinger gegangen, also meinem General, um da halt einfach so viel wie möglich reinzuhauen. Und die nordischen Krieger hier, wenn es auch noch meinen Kampf verwickelt. Und hier drüben ist jetzt der Nahkampf gewonnen, die ganzen feindlichen Einheiten von hier sind fliehen. Jetzt kann ich die letzten zwei Einheiten Kavallerie und die Speermeister hier noch rüberziehen. Wenn ich jetzt hier diese nordischen Krieger noch in den Nahkampf ziehe, weil jeder Mann wird gebraucht in diesem Kampf. Hier sieht es ziemlich böse für mich aus, all meine Truppen fliehen. Und ich habe eigentlich keine Truppen, die ich nachsetzen kann, aber jetzt habe ich hier noch die Kavallerie, die jetzt auch hier nochmal um Unterstützung gibt. Und hier hinten sind noch die Speermeister, die noch gerannt kommen, also sieht es hier nicht so schlecht aus. Und hier kann ich jetzt voll in den Rücken der Helden der Elite der Palatiner chargen. Während hier diese Einheiten davon rennen. Diese sind zurückgekommen, diese auch. Und da bin ich mir nicht sicher. Nein, die werden vollkommen vernichtet, aber diese zwei Einheiten kommen zurück und chargen. Das ist auch nochmal ein Nahkampf. Während hier die Speermeister nochmal versuchen, was zu drehen. Die Kavallerie hier. Noch hier noch die Kavallerie, dann haben wir da die nordischen Berserker kämpfen immer noch. Noch zu dritt, aber sie kämpfen. Dann der Anführer der Wikinger hat noch 93 Mann. Hinten sind nochmal nordische Krieger stehen geblieben und haben aufgehört zu fliehen. Jetzt bewegt er sich mit seinen Elite der Balistari aus Ravenna auch noch in den Nahkampf. Das heißt, und ich ziehe jetzt dann gleich nach mit meinen Bogenschützen und werfe die auch noch in den Nahkampf. Jetzt sind meine Berserker vollkommen vernichtet worden. Das heißt, die sind nicht geflohen, bevor sie ganz vernichtet wurden. Das ist extrem stark. Hier sind noch meine nordischen Speermeister jetzt in den Kampf eingedrungen. Der feindliche General flieht und jetzt sind es nur noch die Elite der Balistari aus Ravenna und die fliehen jetzt auch. Jetzt sind hier hinten noch die Bogenschützen, die noch sind. Und da wird jetzt alles gegen diese geworfen, einfach nur weil es Spaß macht. Und hier seht ihr den letzten heroischen Kavallerieangriff meiner Truppen, der die feindlichen Bogenschützen zu fliehen bringt. Also Sagittari. Die nordischen Reitermeister machen das schon. Die vernichten den Feind hier. Hier sind noch meine Bogenschützen und da ist das Gefecht beendet. Der Feind ist geflohen. Ein siegreiches Gefecht für die Dänen.
Und hier steht, ihr habt gesiegt. Durch zu welchem Preis? Viele haben den Sieg mit ihrem Leben erkauft. Ja. Virus-Sieg, ja. Trotzdem, Sieg ist Sieg. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Schlagkommentar mit mir, dem Mr. Viral.